Servus Radfreunde! Bedingt durch den Coronavirus verliefen meine letzten Radtouren zu Beginn der Radsaison 2020 überwiegend vor der Haustüre, zumal auch jetzt gerade noch die Fahrmöglichkeiten mit der Bahn, die Rückfahrt oder die Anfahrt entfallen. Die möchte ich meiden. Und jetzt nach 2 Wochen habe ich einfach mal wieder einen Tapetenwechsel gebraucht im Fahrrad. Ich wollte einfach mal wieder was Neues erkunden und deshalb habe ich gestern Abend mein Mountainbike hier noch ins Auto verladen und habe mich heute am relativ späten Morgen mit dem Auto in Richtung Stuttgart-Möhringen begeben. Stehe jetzt auf dem leeren Parkplatz des Freibads und hier startet meine heutige Radrundtour auf dem Radelton Stuttgart. Eine schöne Radrundtour rund um die Landeshauptstadt Stuttgart. Relativ abwechslungsreich, Weinberge, Snäckertal und auch ein wenig Wald und Stadt. Jetzt heißt es nur noch, das Fahrrad auszuladen, das Vorderrad einzubauen und dann kann es losgehen auf dem Stuttgarter Radelton. Kann es losgehen. Wir haben jetzt schon relativ spät am Morgen, aber ich wollte heute auch nicht ganz so früh losfahren, da die Temperaturen jetzt momentan noch 8 Grad betragen, relativ wenig. Es soll auch nicht ganz so warm werden, soll mir recht sein, dann ist auf den Radwegen rund um Stuttgart heute nicht ganz so viel los. Als ich hierher gefahren bin nach Stuttgart-Möhringen, wurde ich auch schon von einer Leuchtschrift begrüßt. Bitte bleiben Sie zu Hause, bedingt durch den Coronavirus. Deshalb meide ich heute auch die Leute den engen Kontakt wie angeordnet und fahre ganz alleine hier auf dem Radweg entlang. Kann sich allerdings noch ändern. Momentan bin ich hier oben auf den Filtern unterwegs. Und unten im Neckartal, wo ich nachher entlang radeln werde, auf dem Neckartalradweg, da kann schon ganz schön viel mehr los sein. Nebenan das SI-Zentrum. Hier ist gerade alles ausgestorben, die Parkplätze leer. Auch bei der Messe ist nichts los. Nur jede Menge Spaziergänger und Jogger sind jetzt unterwegs. Da denn zum Stuttgarter Radelton, er hat eine Streckenlänge von ca. 78 Kilometer, 1200 Höhenmeter und ist mittelmäßig gut ausgeschildert. Aber die Streckendaten, ideale Voraussetzung für eine Radtour zu Beginn der Radsaison. Eher eine Genießertour heute für mich und ich werde auch nicht ganz so schnell fahren, um einfach mal wieder die fremde Kulisse hier ein wenig zu genießen. Die Anfahrt heute Morgen betrug auch fast eine Stunde, somit eine
Anfahrt, die man nicht allzu oft machen möchte. Und die nächsten Radtouren werden wahrscheinlich wieder direkt vor der Haustür starten in Richtung Schwarzwald. Deshalb gibt es heute mal wieder für mich eine Radtour, wo ich etwas Neues entdecken kann, was Neues erkunden kann, und die möchte ich auch genießen, zumal der Streckenumfang nicht ganz so groß ist. Richtig schön hier jetzt entlang zu radeln im Sonnenschein, angenehme 11,5 Grad. Viele Leute hier unterwegs, alle genießen das frühlingshafte Wetter. Morgen soll es dann bis zu 22 Grad warm werden, heute nur 14 Grad. Somit nutze ich den heutigen Tag, wenn es noch nicht ganz so voller Leute ist hier und voller Radfahrer. Aber es sind trotzdem jede Menge Radfahrer und Spaziergänger unterwegs. Nebenan die drei riesigen Hochhäuser der Wohnsiedlung Stuttgart-Asenwald, auch Hannibal genannt. Hier leben laut Wikipedia 1800 Leute in drei Wohnblocks. Genau gegenüber die großen Hallen der Filtermesse. Wir haben jetzt kurz vor 12 Uhr und die ersten 10 Kilometer sind bewältigt. Bisher alles relativ anspruchslos und auch mit der Mittagspause lasse ich mir noch eine Weile Zeit, denn mein Frühstück liegt noch nicht so ganz lange zurück. Der Radweg leider nicht ganz so gut ausgeschildert und auch mein GPS-Track ist teilweise fehlerhaft. Und jetzt muss ich schauen, dass ich mich irgendwie so durchhangel mit Hilfe der lückenhaften Beschilderung und auch meines GPS-Tracks. Macht ab und zu eben mal einen kleinen Umweg aus. Ein verstecktes Schild des Radeltons. Und auch mein GPS-Track läuft wieder auf dem Abschnitt. Jetzt kann es weitergehen auf dem Radelton Stuttgart. So wie es ausschaut, werde ich heute ein paar extra Kilometer machen. Ich habe mich jetzt schon zweimal verfahren. Jetzt verläuft wieder der GPS-Track auf der Beschilderung entlang, beziehungsweise die Beschilderung passt zum GPS-Track. Und jetzt geht es erstmal in Richtung Neckartal. Dort werde ich ein Stück auf dem Neckartal-Radweg entlang radeln. Da ist dann die Sache wieder relativ eindeutig.
der Stuttgarter Radelton. Übrigens in vorgesehener Fahrtrichtung mit einem schwarzen Pfeil ausgeschildert, in entgegengesetzter Fahrtrichtung mit einem roten. Immer wieder schön die kleinen Sehenswürdigkeiten am Wegrand, wie jetzt zum Beispiel der Mammutbaum. Auch sonst der Radweg relativ abwechslungsreich. Klar gibt es die eine oder andere nicht so schöne Passage durch eine Wohnsiedlung. Aber jetzt geht es wieder ein Stück durch den Wald auf Radwegen, relativ gut befestigt. Und anschließend der Neckartal Radweg mit seinen Weinbergen ist auch sehr sehenswert. Auch die eine oder andere Herausforderung wartet auf mich. Jetzt zum Beispiel ist hier eine Brücke gesperrt und es schaut so aus, als ob die nicht erst seit ein paar Tagen gesperrt ist, sondern eher seit Monaten. Jetzt muss ich eh mal schauen, wie ich über die vielbefahrene Bundesstraße oder Landstraße mit dem Fahrrad drüber komme. Auch für die Überquerung der B10 habe ich jetzt eine Lösung gefunden. Jetzt geht es weiter in Richtung Stuttgarter Radelton. Wieder ein paar hundert Meter mehr bei meiner heutigen Tagesstrecke. Sillenbuch und hier führt der Radelton mal wieder durch eine Wohnsiedlung. Viel rechts vor links, viel Verkehr. Da muss ich ein wenig Acht geben, aber bald geht's hinab ins Neckartal. Jetzt geht's gleich hinab in den Kessel, genau gegenüber die Rodenbergkapelle bei Stuttgart-Obertürkheim. Am Radweg ein schöner Grillplatz, bedingt durch den Coronavirus ebenfalls gesperrt. Dafür aber auch jede Menge andere schöne Dinge am Radweg, die nicht an den Virus erinnern.
Heute übrigens Premiere, meine erste Radtour auf dem Mountainbike. Bei uns im Schwarzwald hat es die letzten Tage noch Minustemperaturen gehabt, vor allem nachts. Die Radwege im Wald noch sehr matschig und nass, aber hier in Stuttgart alles schon abgetrocknet. Man kann hier richtig gut und sicher mit dem Mountainbike unterwegs sein. Über den Stadtteil Stuttgart-Rohracker und Stuttgart-Hedelfingen geht es jetzt die letzten Höhenmeter bergabwärts ins Neggartal. Willkommen im Neckartal, heißt jetzt. Soeben überquere ich den Neckar und jetzt gibt es ein paar entspannte Kilometer auf dem Neckartalradweg. Obwohl, ich muss sagen, die Abfahrt war auch relativ entspannt. Auf jeden Fall ein für mich sehr bekannter Abschnitt des Neckartalradwegs, den ich übrigens eigentlich im April mal wieder komplett entlangradeln wollte. Geht momentan aufgrund der aktuellen Situation leider auch nicht. Und deshalb fahre ich jetzt ganz entspannt hier entlang auf dem mir schon bekannten Abschnitt in Richtung Bad Cannstatt. Und dann geht es weiter in Richtung Feuerbach. Jetzt, wo ich hier so durch Stuttgart-Obertürkheim durchradel, an den Weinbergen entlang, kommt übrigens auch eine Erinnerung an den Württemberger Weinradweg. Der führte damals weniger entspannend, aber dafür viel idyllischer und schöner oben in den Weinbergen entlang. Jetzt geht's mit dem Fahrrad direkt durch den Kessel von Stuttgart. Ich muss sagen, es gibt schönere Momente auf dem Fahrrad, vor allem auf dem Mountainbike. Aber ein Gutes hat der Virus ja. Hier ist momentan relativ wenig Autoverkehr und die Luft ist auch relativ gut. Trotzdem schaue ich, dass ich die Passage einigermaßen schnell hinter mich bringe. Und irgendwo hinter Stuttgart-Bad Cannstatt werde ich dann wahrscheinlich meine Mittagspause machen. Vorbei geht's am Cannstatter Wasen. Auch das Frühlingsfest entfällt in diesem Jahr aufgrund des Coronaviruses.
in Stuttgart, Bad Cannstatt, am Rosensteinpark befindet sich übrigens auch der offizielle Startpunkt des Radeltons. Das Zentrum von Stuttgart liegt jetzt hinter mir und ich muss sagen, darüber bin ich wirklich sehr froh, was für ein Gedränge hier auf den Radwegen und Fußwegen am Neckarufer. Da wird es wirklich sehr schwierig mit einem Sicherheitsabstand von 2 Meter. Wir haben jetzt 15 Minuten vor 14 Uhr und ich schaue, dass ich jetzt noch ein Stück weit aus der Stadt rauskomme und dann irgendwo ein Plätzle, ein ruhiges Abseits des Radwegs finde, um eine Mittagspause zu machen. Ich bin jetzt wirklich froh, dass ich den Neckartal-Radweg hinter mich gelassen habe und dass es wieder rausgeht aus dem Zentrum von Stuttgart. Und hier riecht es überall auch nach Grillen. Hier wird gegessen, wir haben jetzt Mittagszeit und mein Magen knurrt auch so langsam. Ich muss mal schauen, wo ich jetzt eine Pause einlegen kann. Hier am Radweg entlang des Feuerbachs wird sicherlich auch das eine oder andere ruhigere Bänkle geben, das auch nicht belegt ist. Am Neckartalradweg bei Bad Cannstatt war jede Sitzmöglichkeit belegt, trotz der Warnung und der Sicherheitsabstände, die momentan empfohlen worden sind. Hier habe ich ihn jetzt auch entdeckt, mein Rastplatz für die Mittagspause. Nicht ganz so idyllisch hier im Feuerbachtal, aber dafür bin ich wenigstens für mich hier alleine ein Stück abseits des Radwegs. Und hier werde ich jetzt meine Brotzeit machen. Wir haben jetzt circa 10 Minuten nach 14 Uhr, somit
ist ganz angebracht, mal eine kleine Stärkung zu sich zu nehmen, zumal ich jetzt auch die Hälfte des Stuttgarter Radeltons bezwungen habe. Heute Morgen habe ich mir schon gedacht, dass es heute Mittag ein wenig eine improvisierte Brotzeit geben wird, zumal ich im Raum Stuttgart unterwegs bin und auch der Virus gerade umgeht. Deshalb habe ich mir schon beim Frühstück zwei Brote belegt, zwei Vollkornbrote mit Salami und Käse. Die lasse ich mir jetzt schmecken. Dazu ein wenig Zucker und Koffein. Das Ganze hier war jetzt nicht gerade der idyllischste Rastplatz, wo man sich wünschen kann, aber er hat seinen Zweck erfüllt und gestärkt geht es jetzt weiter auf dem Radelton Stuttgart. Auch hier bei Stuttgart-Zuffenhausen ist jetzt nachmittags jeder unterwegs, wo noch einigermaßen fit auf dem Bein ist oder zu Rad. Hätte ich mir denken können, mir schon fast ein wenig zu viel Verkehr auf den Radwegen. Aber ich bin selber schuld, wenn man samstags mit dem Fahrrad rund um Stuttgart fahren muss. Da kommt man auch manchmal in so manches Verkehrsgemenge zwischen Radfahrer und Fußgänger hinein. Auch oben im Rotwildpark bei Stuttgart West wird es wahrscheinlich nicht anders aussehen an dem sonnigen Frühlingstag. Jeder, wo irgendwie die Möglichkeit hat, die Wohnung zu verlassen und ein wenig zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs zu sein, der nutzt gerade die Möglichkeit. Uhr nachmittags und ich gehe jetzt meine letzten Höhenmeter an in Richtung Rotwildpark bei Stuttgart. So langsam wird mir jetzt auch warm in der Sonne. Ich habe meine dicke Winterradjacke an, beziehungsweise warme Winterradjacke an, darunter noch ein leichtes Radtrikot, ein Unterhemd. Jetzt wäre eigentlich meine leichte Sommerradjacke angebracht,
mit den abnehmbaren Ärmeln. Aber die habe ich leider nicht dabei. Jetzt habe ich eben die Radjacke weit geöffnet, muss ein wenig improvisieren. Und heute Morgen war ich an meiner Winterradjacke wirklich sehr froh. Momentan ist es einfach relativ schwierig mit der Radkleidung. Morgens hat es einstellige Grade, teilweise 2-3 Grad nur. Und mittags dann 14 bis 18 Grad. Aber es wird sich bald ändern. Ab nächster Woche soll es dann auch morgens schon 12 bis 14 Grad haben, tagsüber dann über 20 Grad warm werden. Dann ist die Kleidungsfrage eindeutig geklärt. Zum ersten Mal wird jetzt auch der Stuttgarter Radelton von der Bewegbeschaffenheit ein wenig anspruchsvoller. Momentan bin ich auf dem Trail unterwegs, den die überwiegende Mehrheit der Radfahrer bergabwärts fährt. Ich muss gerade höllisch aufpassen. Das war mal wieder die nicht ganz offizielle Variante des Radeltons Stuttgart. Mein Navi hat mich irgendwie in die Irre geführt und ich bin eine Trailstrecke bergaufwärts gefahren. War ganz schön interessant, ging auch in die Beine, aber auch relativ gefährlich, denn die meisten sind bergabwärts gefahren. Aber da vorne sehe ich schon wieder den offiziellen Radweg und ich habe jetzt ein paar Höhenmeter gewonnen. Nun bin ich jetzt auch ganz offiziell wieder auf dem Stuttgarter Radelton unterwegs. Ich merke auch, dass ich mich dem Stuttgarter Rotwildpark annäher. Rund um mich herum lauter Radfahrer und Fußgänger unterwegs, beinahe im 10-Sekunden-Takt. Noch geschätzte 16 Kilometer, dann bin ich wieder am Ausgangspunkt meiner Radrundtour, der Stuttgarter Radelton, angekommen. Und darüber bin ich gar nicht so böse, weil das Ganze ist mir jetzt wirklich zu sehr überlaufen hier. Da die Tagestemperaturen laut Wetterprognose nur auf 14 Grad ansteigen sollten, hatte ich mit deutlich weniger Radfahren und Wandern gerechnet. Aber da habe ich mich heute gewaltig geirrt. Momentan scheint hier halb Stuttgart unterwegs zu sein.
mal wieder ein Abschnitt, wo ein paar Menschen weniger unterwegs sind. Und dann genieße ich gerade sehr, einfach mal wieder entspannt hier durch den Wald mit dem Fahrrad entlang zu rollen. Momentan sowieso relativ entspannt, weil es bergabwärts geht. Ein wenig abkühlen, bevor ich dann wieder die Rückfahrt mit dem Auto in Richtung Schwarzwald antreten werde. So habe ich mir heute Morgen den Radelton Stuttgart erträumt. Fast keine Leute unterwegs. Vorbei geht's am Bärensee und am Schattenring. Die Beschilderung des Stuttgarter Radeltons wirklich nur sehr, sehr ausreichend. Und auch der offizielle GPS-Track, den ich runtergeladen habe, ist sehr fehlerhaft. Schade, ich zeichne trotzdem meine heutige Strecke mit dem Navi mit. Platze hoch, zumindest zu 80-85% folgt sie dem Verlauf des Stuttgarter Radeltons. So wie zum Beispiel jetzt, wo ich dann immer wieder per Zufall die grüne offizielle Beschilderung des Radwegs entdecke. Meine letzten 4-5 Kilometer auf dem Stuttgarter Radelton, dann sollte ich wieder am Ausgangspunkt in Stuttgart-Möhringen am Freibad oben ankommen. Ein kurzes Stück fahre ich jetzt noch auf der sogenannten Panzerstraße entlang. Eine gepflasterte Straße, die von Stuttgart-Feigen in Richtung Böblingen führt. Entlang der A8, die sich rechts von mir befindet, geht es die letzten 3 Kilometer zurück in Richtung Stuttgart-Möhringen.
Geschafft. Der Stuttgarter Radelton ist bezwungen. Ich bin wieder am Auto angekommen. Dort, wo meine Radtour heute Morgen um 11 Uhr begonnen hat. Inzwischen haben wir 17 Uhr. Ich habe mir Zeit gelassen. Es war eine sehr abwechslungsreiche und auch relativ schöne Radtour. Nur bei der zweiten Hälfte war aber einfach zu viel los auf den Radwegen. Jeder, wo nur konnte, ist irgendwie rausgegangen in die Natur. Und dann müssen wir Schwarzwälder hier noch nach Stuttgart fahren und die Radwege hier beanspruchen. Aber es hat gut getan, der Tapetenwechsel. Vielleicht bin ich bei meiner nächsten Radtour vor der Haustüre wieder mit der Ruhe und Idylle im Schwarzwald sehr zufrieden und weiß das Ganze mehr zu schätzen.